Fußball bedeutet für mich Freiheit. Schon seit 10 Jahren in amtliches Leben. Also Fußball ist für mich immer so ein Stück weit Freiheit, weil man einfach auf den Sportplatz geht und alle Sorgen vergessen kann, was drumherum ist, egal ob es Schule ist, ob es Stress ist mit Freunden, Freundinnen, Familie. Man geht einfach auf den Platz und dann schaltet man ab, ist für die 1,5 Stunden, 2 Stunden komplett frei, macht das, wo einem am meisten Spaß macht im Leben. Und er ist mit seinen Freunden zusammen. Was mir hier in Waldorf besonders gut gefallen hat und auch generell bei Anfängens Leben ist eben, dass es neben dem Sportlichen auch noch das Berufliche, das Schulische und das Soziale gibt. Und da hat man eben die Möglichkeit, in jedem Bereich Menschen kennenzulernen, die einem extrem fördern, die einem weiterhelfen, wo man viel von lernen kann. Und das ist einfach ein klasse Konzept. Ein Satz, sehr lernfähig, sehr ehrgeizig und darüber hinaus ein sehr sympathischer Junge. Also Schule kommt ja sozusagen mit dem Sport einher und da hat man eben super Betreuung, man hat immer Ansprechpartner, die man gehen kann, man hat Nachhilfeangebote und auch dann Prüfungsvorbereitungen, die ich auch sehr gerne genutzt habe. Ich meine, klar, man kommt hier nach Waldorf, um erstmal Fußball zu spielen und dann kommt das mit der Nachhilfe so ein bisschen nebenbei, aber ich muss sagen, im Nachhinein war das eigentlich ein klasse Nebeneffekt, weil man dadurch eben Fußball mit dem Schulischen super verbinden konnte. Ich habe hier Nachhilfe bekommen und habe dann auch später Nachhilfe gegeben, weil für mich einfach wichtig war, was zurückzugeben und auch dann jüngeren Spielern helfen zu können, dass sie sich in dem Schulischen verbessern. Anfängens Leben und die berufliche Förderung, die kommen ja sozusagen zusammen einher. Und durch die berufliche Förderung konnte ich eben in tolle Unternehmen Praktika machen, durfte tolle Menschen kennenlernen, die mich dann eben auch im Blick auf meine Zukunft weiterbringen werden. In meinem FSJ bei Anfängens Leben habe ich vor allem Trainertätigkeiten ausgeführt, was mir richtig viel gebracht hat, Umgang mit Kindern, mit anderen Menschen und wo ich dann eben auch das Gelernte, was ich dann selbst in meinem Spielealltag von meinen Trainern gelernt habe, wieder zurückgeben konnte an meine Spieler dann und ich hoffe, das konnte ich gut machen und konnte alle weiterbringen und weiterentwickeln. Also durch die Berufsberatung bei Anfängens Leben wurde mir eben ein Weg aufgezeigt, den ich vorher so nicht gesehen habe. Und das hat mir eben auch im Hinblick auf meine berufliche Perspektive extrem weitergeholfen. Bei Anfängens Leben habe ich in nahezu jedem Bereich Freundschaften schließen können und Menschen getroffen, die mich eben nachhaltig sehr weit gebracht haben und auch sehr weit bringen werden. Und das werde ich auf jeden Fall von meiner Zeit hier mit in die Zukunft nehmen. Der Max ist für mich ein junger Mensch, der sich hier bei uns sehr wohl fühlt und er mit uns gut zusammenarbeitet, genau wie wir mit ihm immer zusammenarbeiten. Wir sind sehr zufrieden hier bei ihm.